bei Fitness bei mir in Kerpen und wir trainieren heute zusammen unsere Schulter. Stell dich hüftbreit auf, die Knie sind soft, der Bauchnabel bleibt eingezogen, die Schultern sind einmal hinten unten, Brustkorb anheben und dann nehmen wir unsere Arme, nicht ganz ausgestreckt, noch leicht gebeugt und die Schulter führt, ausatmen hoch, einatmen tief. Noch 8, noch 7, achtet darauf, dass der Ellbogen und die Schulter immer auf derselben Höhe sind. Noch 4, noch 3, noch 2, noch 1, Arme etwas länger und nochmal hoch und auch hier darauf achten, Schulter, Ellbogen, Handgelenk, alle drei auf einer Linie. Tief ausatmen und hoch, einatmen und aus, noch 8. 7, versuch ohne Schwung zu arbeiten, noch 6, 5, 4, 3, 2, 1 noch und dann drehen wir uns leicht zur Seite, immer noch Spannung im Bauch, Schulter nach hinten, im Wechsel rechter Arm, linker Arm nach vorne ausstrecken und auch hier wieder auf einer Höhe, dass der Ellbogen nicht unten ist und hoch und tief. Hoch und tief. Jetzt haben wir ein bisschen mehr den vorderen Anteil drin, ein kleines bisschen noch Brustmuskeln. Noch 4, 3, 2 und einmal beide Seiten auf einmal. Hoch. Hier aufpassen, dass du nicht anfängst zu schaukeln. Deswegen die Knie soft, der Rumpf ist immer noch fest angespannt. Ausatmen, ein. Die letzten 4, 3, 2, 1 noch, wir bleiben hier stehen, nochmal die Schultern nach hinten, wieder an die Rumpfspannung denken und dann nach vorne beugen, achte darauf, dass deine Wirbelsäule neutral ist, die Arme sind wieder ganz leicht eingeknickt, also nicht komplett im Gelenk gestreckt und dann öffnen wir wieder, ausatmen, ein, aus. Und ein, hier haben wir ein bisschen mehr den hinteren Anteil der Schulter mit drin und vor allen Dingen auch die Muskulatur um die Schulterblätter herum. Aus und ein, aus und ein. Noch 4, die letzten 3, 2, 1 noch, lösen und wieder hoch. So, Knie sind immer noch soft. Spannung im Bauch, Schulter nach hinten. Wir nehmen die Arme hoch, sodass auch hier der Ellbogen wieder auf Schulterhöhe ist. Und mit der Ausatmung aus und ein. Schulterpresse nach oben. Achte darauf, dass du mit den Ellbogen nicht wieder nach hier unten in die Entspannung kommst, sondern wir bleiben hier 90 Grad, ausatmen, ein. Noch 4, noch 3, noch 2, der letzte und lösen.